Wir kennen uns schon seit 14 Jahren lang. Über die Schreibmaschine und durch die Schreibmaschine haben wir uns kennengelernt. Redin hat ja das Schreibmaschinenmuseum in Dattens gegründet. Genau, ja. Er hat da über 600 Maschinen, gell? Und ist auch ein Fan der Schreibmaschine. Ja, also nochmal recht herzlichen Dank. Übrigens, in Ihrem Team konnte ich uns doch vorher übergeben mit Wiedmund, weil seine Frau wollte schon darin lesen. Ne? Gell? Ja. Während mittags rasten. Genau. Also nochmal, Jörg, alles gut und danke dir. Gell? Ja, liebe Sammlerrunde, die Geschichte ist relativ einfach. Im ersten Moment kommt oft die Frage, wie kommt man zu Enigma? Ja, es gibt verschiedene Zufälle, es gibt Glücksfälle, es gibt Internet und so weiter. Ich habe also einen Zufall gehabt, ich habe am Flohmarkt eine Adresse bekommen, da sind zwei Schreibmaschinen zu verkaufen, wo man kein Papier einspannen kann. Das war die Auskunft. Ich bin dann der Geschichte nachgegangen, habe mir das angeschaut, bin dorthin gefahren, wer das ist. Dann war das also ein Stück außerhalb von Innsbruck, ein Waldaufseher hat also diese zwei Maschinen gehabt und eben dann gefragt, wieso er da zu diesen Maschinen gekommen ist. Dann hat er erklärt, ja, dort in der Nähe, wo er also zu Hause ist, ungefähr 20 Kilometer von Innsbruck entfernt, war also keine Kriegshandlung, aber sein Vater, der war im Ötztal hinten und das war die äußere Begrenzung der Alpenfestung im Hitlerreich. Und dort hat der Vater gekämpft. Und mit Zusammenbruch nach dem Krieg ist er natürlich nach Hause abgehauen, hat er mir gesagt. Und hat die zwei Maschinen mitgebracht. Die haben sie am Dachboden versteckt. Und er hat zum Sohn gesagt, heb die gut auf, die werden einmal wertvoll. Der Sohn und seine Familie, die haben natürlich diese Maschinen vergessen. Die sind am Dachboden gestanden und ja, sie sind auch nicht gerade besser geworden. Und im Laufe der Geschichte hat sich dann ergeben, dass die Familie langsam größer wird und der Nachwuchs kommt und sie brauchen Platz, also man wird den Dachboden ausbauen. Und bei dieser Gelegenheit sind diese zwei Maschinen aufgetaucht. Und da hat sie also über den Preis etwas verhandelt, den Preis will ich mal im Moment verschweigen. Er hat also zu mir gesagt, entweder beide oder gar keine. Dann habe ich gesagt, naja, also hängt natürlich davon ab und so weiter. Und wir haben uns also dann auf einen, wie ich heute schon einsehe, sehr vernünftigen Preis für mich geeinigt. Und das war genau in der Zeit, wo die Umstellung vom Schilling auf Euro war. Und es war ein Wink des Schicksals, so habe ich es aufgefasst, dass genau zu dieser Zeit ein Bausparvertrag zuteilungsreif wurde. Und ich habe natürlich diesen Bausparvertrag beansprucht und habe also dieses Geld in diese zwei Enigma investiert. Hat das die Frau gewusst? Ja. Ja, sie hat es gehört, sonst könnte sie jetzt gar nicht erreichen, das zu erzählen. Also sie hat es gewusst. Und also sie sind so viel wert wie in Eigenheim? Nein, nicht ganz. Nein. Also vielleicht wie ein Wohnmobil oder sowas. Ja. Der Enderfolg war, er hat mir also erklärt, es sind zwei verschiedene Maschinen. Die eine ist zum Verschlüsseln und die andere ist zum Entschlüsseln. Was sich natürlich herausgestellt hat, dass das absolut nicht stimmt. Die beiden Maschinen sind fast ident. Der einzige Unterschied, der da drinnen steckt, ist dieser Schalter da oben und der externe Anschluss. Beide Maschinen, so wie sie jetzt da in Betrieb sind, laufen über einen kleinen Netzteil. Das ist also Eigenbau, das ist nicht original, weil die Batterien, die ursprünglich drinnen waren, sind natürlich längst kaputt. Die gibt es auch nicht mehr. Und nachdem die Maschine ja nicht laufend im Betrieb ist, werde ich mir also keine Batterien da dazu bauen, sondern ich mache das über einen Netzanschluss mit 4 Volt. Und für die, die sich fürs Technische interessieren, es spielt keine Rolle, ob diese 4 Volt Gleichstrom oder Wechselstrom sind. Auch die Polarität spielt keine Rolle, weil es ist ja keinerlei Elektronik drinnen. Es sind nur Kontakte und Lampen. Und wie wir wissen, diese Bauteile, das berührt die nicht, ob der Strom jetzt in der oder in der Richtung fließt und ob es Gleich- oder Wechselstrom ist. Es darf halt nicht mehr wie 4 Volt sein, weil sonst geben die Lampen den Geist auf. Sonst passiert nichts. Soweit zur Vorgeschichte. Beide Maschinen haben nicht mehr funktioniert. Der mechanische Teil ist gesteckt und elektrisch konnte sie natürlich am Anfang überhaupt nicht in Betrieb nehmen. Zuerst mussten also die ganzen mechanischen und elektrischen Störungen behoben werden, die hauptsächlich oxidierte und verbrannte Kontakte waren, also beschädigt, unterhalb der Tasten. Dann bei einer Maschine waren die Lampen noch dabei, bei der zweiten Maschine nicht, da waren keine Lampen mehr drinnen.
die viel Schwierigkeit, also die Lampen zu bekommen, aber ich habe dann über die Firma Osram entsprechende Lampen bekommen, die fast genau hineingepasst haben. Und das war jetzt gerade schon mit den Italienern die Diskussion, dass die Lampen, die da drinnen sind in einer Maschine, um 1 Millimeter höher sind und dass dann dieser Deckel nicht zugeht. Na gut, für einen Techniker, und ich komme aus der Büromaschinenbranche, ist das kein Problem, die ganze Lampenfassung um 1,5 Millimeter tiefer setzen und dann passt es wieder, weil original Enigma-Lampen wird man halt schwer bekommen. Das nur zur Vorgeschichte. Was die Geschichte der Entwicklung der Enigma betrifft, haben wir ja schon einiges gehört. Also ich kann mir das ersparen und mit Jahreszahlen will ich also auch niemanden quälen. Diese zwei Maschinen sind Baujahr 1944, also man sieht, es geht schon gegen Ende des Krieges. Die Maschine ist nicht von mir, die ist vom Kollegen, die ist etwas älter. Da sind also 2 Jahre schon Unterschied. Man sieht also, sie haben da schon drinnen besseres Material verwendet wie da und sie haben sich also verschiedene solche Abdeckungen, die sind da nicht dabei, die hat man sich also eingespart. Auch die Tastatur ist anders, da sind es also schon Kunststofftasten und da sind noch die herkömmlichen Tasten, wie wir es von den alten Schreibmaschinen kennen, mit Glas und Papierblättchen und Metallring drinnen. Ansonsten sind die zwei Maschinen auch gleich. Für mich war natürlich die Problematik, wie repariere ich etwas Elektrisches ohne Schaltplan und ohne Ahnung, wie hat das Ding eigentlich einmal funktioniert. Heute ist das kein Thema mehr im Internet und der Enigma findet man den Schaltplan. Ich habe ihn halt noch mühselig herauszeichnen müssen, aber man hat schließlich einmal sowas auch gelernt und das kommt dann viele, viele Jahre später wieder zugute. Jetzt, ich möchte gleich dazu sagen, wenn irgendwelche Fragen sind, wenn ich etwas vielleicht nicht genügend erklärt habe, bitte sofort melden, nicht den Gedanken, das machen wir danach, weil erfahrungsgemäß vergisst man das dann immer und bleibt dann auf seiner Frage sitzen. Wenn also etwas ist, frage ich bitte sofort melden. Ja, jetzt beide Maschinen sind also komplett und durch das, dass man 2 Maschinen hat, hat man natürlich eine ganz interessante Möglichkeit. Wir können zum Beispiel 2 Gruppen bilden. Die 2 Maschinen sind einstellungsmäßig, müssen sie natürlich komplett gleich sein, sonst funktioniert die Geschichte nicht. Und wir können dann, allerdings nur schriftlich, Nachrichten von der einen Gruppe zur anderen und wieder zurückschicken, jeweils zum Verschlüsseln oder zum Entschlüsseln. Wir haben solche Geschichten schon einmal gemacht mit einer Funkamateurgruppe. Das war ganz nett, die wollten das also ganz streng nach Vorschrift machen, mit Funken, mit Morsen und so weiter. Wir kennen sicher viele die Geschichten, wie das im Krieg ja funktioniert hat. Wir haben das also alles vorbereitet gehabt und einer von den Funkerkollegen hat dann auf einmal gesagt, stopp, das dürfen wir nicht. Dann habe ich gesagt, ja warum bitte? Heute ist ja nicht mehr kein Geheimnis mehr. Und der hat also dann tatsächlich mitgebracht und die musste da jetzt einschicken. In Tirol war nach dem Krieg französische Besatzung und die haben natürlich den Funkverkehr in der Hand gehabt und haben erst nach einigen Jahren den zivilen Funkverkehr für Polizei und Rettung und für die angemeldeten Amateurfunker freigegeben. Und in diesen Unterlagen aus dieser Zeit steht ausdrücklich drinnen, es darf auf keinen Fall verschlüsselt gefunkt werden, also kodiert. Wenn das ein Funkamateur macht, verliert er sofort die Lizenz. Und dieses Gesetz ist nie aufgehoben worden, das gilt heute noch, obwohl es natürlich heute totes Recht ist, aber es ist also immer noch gültig. Wir haben dann die Geschichte trotzdem abgewickelt und haben gesagt, also wir werden nicht verschlüsselt funken, wir gehen kein Risiko ein. Wir haben dann verschlüsselte SMS verschickt. Und damit war das Problem gelöst, weil im Gesetz steht von SMS nichts drinnen. Ganz logisch gab es zu dieser Zeit nicht. Also das Problem haben wir umgangen. Und der Funkerkollege, der sich da informiert hat, hat dann gesagt, also er würde mal versuchen, bei der Landesregierung nachzufragen, wo man nicht dieses tote Recht löschen könnte, weil es ja eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Und der hat dann die Antwort bekommen, nach längerer Zeit, das ist nicht möglich, das Gesetz ist von der französischen Verwaltung also ausgegeben worden, das kann nur die französische Regierung aufheben. Also wir haben uns überlegt, aber an die französische Regierung jetzt zu schreiben, ist sicher sinnlos, die haben andere Probleme. Gut, das also nur zur Vorgeschichte. Jetzt ist die Frage oft, was gibt es eigentlich bei den Verschlüsselungen in dieser Maschine oder bei den Kodierungen für Zahlen? Und wie viel Kodiermöglichkeiten gibt es da? Und da sind mehrere drinnen. Und ich habe mir das einmal herausgeschrieben.
Wenn ich jetzt sage, eine Zahl mit so und so vielen Nullen, kann man sich nicht viel vorstellen darunter, weil das einfach zu weit ist. Wenn man also jetzt eine Person zu dieser Maschine setzt und diese Maschine ununterbrochen rund um die Uhr in Betrieb ist und jede Minute ein Code eingegeben wird, dann würde diese Person, die da dabei sitzt, 42.000 Jahre brauchen, bis sie alle Code durch hat. Also man kann sich vorstellen, dass das schon also auf diese Art und Weise nicht möglich ist, den Code zu knacken. Wir haben ja die Details schon beim anderen Vortrag gehört, was da also drinnen ist. Also somit probieren schnell, keine Chance. Es gibt 1 Milliarde Millionen Code. Das heißt eine 1 mit 15 Nullen. Also das sind fast die Ziffern, die wir heute in der Finanz schon haben. Also das ist also die Geschichte jetzt einmal, wie viel man da kodieren kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wo gibt es jetzt überhaupt Kodiermöglichkeiten in der Maschine? Und das möchte ich jetzt einmal ein bisschen vorführen. Es gibt also diese drei Kodierwalzen, über die haben wir ja schon gehört. Diese drei Walzen sind mit römisch 1, 2, 3 gekennzeichnet. Es gibt auch Maschinen mit 4 Walzen, das muss ich dazu sagen. Und dann da heraus die Umkehrwalze. Haben wir auch schon die Erklärung gehört, dass also der Stromkreis im Rückwärtsweg wieder durch die Kodierscheiben führt. Wenn man diese Walzen herausnimmt, das ganze Paket, hat man also diese Dinge. Die sind nun gekennzeichnet. Auf jeder Walze steht also eine Nummer drauf und die ist ident mit der Seriennummer der Maschine. Das heißt, man kann sofort feststellen, wenn man so eine Maschine in die Hand kriegt, ist die mit der Originalbestückung versehen oder sind da mal irgendwo Scheiben dazu oder weggekommen oder hat jemand irgendwas ausgetauscht. Also es steht die Seriennummer mit A drauf und es ist römisch 1, 2 oder 3. Diese Scheiben sind bei den älteren Maschinen, also bei diesen Maschinen, die die jünger sind, also da war es schon gegen Kriegsende, aus Bakelitscheiben und die sind natürlich vielfach gebrochen. Wenn das Ding einmal runterfällt, bricht die Scheiben und dann hat man Pech gehabt. Bei den älteren Maschinen, die also früher produziert worden sind, hat man also noch nicht so den Materialmangel gespürt und da sind diese Dinge noch aus Aluminium, also aus Metall, das halt dann nicht mehr war. Da sind die Lager und die Kontaktierung ist also noch mit Messing und das ist insofern eine heikle Geschichte, wenn das also nass wird und ich habe schon Maschinen in die Hand gekriegt, die also im Wasser, im Salzwasser gelegen sind, dann fängt das Zeug sofort oxidieren an und man kann also diese Scheiben dann nicht mehr zerlegen, weil die Schrauben so festrostet sind, dass nichts mehr geht. Wir haben da die Ein- und Ausgangsseite, also von einer Seite kommt der Strom auf diese Stifte, geht durch die Verdrahtung und in jeder Scheibe ist eine andere Verdrahtung drinnen. Die Verbindung von diesem Kontakt auf den gegenüberliegenden Kontakt ist also immer verschieden, je nachdem, ob es eine Scheibe 1 oder 2 oder 3 ist oder 4. Jedenfalls sind da Unterschiede drinnen. Damit kann ich also schon einmal eine Menge von Kodieränderungen erreichen, indem ich die drei Scheiben in verschiedener Reihenfolge einsetze. Spielt also keine Rolle, ich kann die auf der Achse vertauschen und damit habe ich schon einmal eine grobe Änderung. Also man muss, wenn man die Daten aufschreibt, sich genau die Walzenfolge aufschreiben, 1, 2, 3 oder 1, 3, 2 oder wie man sie immer verwendet. Jetzt gibt es natürlich noch eine interessante Sache da drauf, die man meistens vergisst. Sie kennen es ja, jetzt sage ich mal von den Rechenmaschinen her, eine 10er-Übertragung gibt es, also beim Ziffernrad, wenn es von 9 auf 0 schaltet oder beim Kilometerzähler. Und da drinnen haben wir natürlich nicht 10, sondern 26, betrifft 26 Buchstaben im Alphabet. Und diese Verbindung ist fix, die Verdrahtung von dem Stift auf den Kontakt kann ich nicht verändern. Aber es gibt die, wie wir es bei der 10er-Übertragung haben, die 26er-Übertragung. Das heißt, wenn die erste Scheibe eine komplette Umdrehung gemacht hat, schaltet sie die nächste Scheibe um eine Teilung weiter. Und wenn die zweite Scheibe einmal rundherum ist, schaltet sie die dritte Scheibe um eine Teilung weiter. Und den Moment, wo ich also diese Weiterschaltung erreichen will, die kann man verändern. Und es gibt wieder Kodiermöglichkeiten. Und zwar, wenn man sich diese Scheibe anschaut, Sie können es dann natürlich gerne auch in die Hand nehmen, dann sieht man also da die Kodierungsziffern 1 bis 26, also 01 steht immer drauf,
01 bis 26. Und da ist jetzt zum Beispiel beim 1er eine Markierung. Diese Markierung kann ich auslösen und diesen Ring mit dieser Ausnehmung, der die Schaltung für die nächste Scheibe erreicht, um eine Teilung oder um mehrere Teilungen verschieben. Das heißt, wenn ich es jetzt auf die Rechenmaschine übertrage, dann schalte ich nicht von 0 auf 10, auf 1 in der nächsten Stelle, sondern ich kann irgendwo schalten, bei 5, bei 8, bei 9, ganz egal wo. Ich kann also das bei jeder diese Einstellungen ident haben. Und wenn ich da nur um eine Teilung daneben bin, dann ist schon vorbei. Also mit diesen Walzen austauschen und vertauschen kann man schon allerhand erreichen. Und es ist eine reine mathematische Lösung, wie viel man da mit einer Verstellung wieder verändert. Ich habe irgendwo mal so eine Liste bekommen, aber es sind Zahlen, wo man sich nicht viel vorstellen kann darunter. Jedenfalls sind allein mit diesen Scheiben schon allerhand Veränderungen drinnen und das ist halt gar nicht so richtig zur Sprache gekommen, dass sich also das auch noch verdrehen lässt. Sie können es natürlich dann gern anschauen. Dann haben wir da als diese drei Walzen herinnen und als letztes ist dann diese Umkehrwalze. Den Sinn dieser Umkehrwalze oder Unsinn haben wir ja heute schon gehört. Die Umkehrwalze kann man nicht herausnehmen, die ist, also wenn der Techniker kann es natürlich, das ist klar, aber für den Bedienenden ist sie fix. Die Walzen haben durch die Bank die Bezeichnung B, also wie Bertha. Es gibt aber in der Literatur Hinweise, dass im Laufe der Geschichte Umkehrwalzen verändert worden sind und die haben dann andere Buchstaben bekommen. C und D und alles Mögliche. Auch, muss man dazu sagen, die Enigma ist ja auch im U-Boot verwendet worden und die U-Boot-Enigma haben vier Walzen drinnen gehabt und eine verstellbare Umkehrwalze. Aber trotz allem hat es nichts genutzt. Die Alliierten haben die Enigma geknackt. Ja, der Aufwand war natürlich insofern sehr groß und wenn sich jemand dafür interessiert, es gibt ein tolles Dokument, eine Dokumentation und ein Museum über die Enigma in England im Bletchley Park. Da hat sich also diese ganze Geschichte abgespielt. Eine weitere Codiermöglichkeit ist da vorne das sogenannte Steckerfeld. Das ist bei allen Maschinen gleich. Vier Walzen hat das nicht. Bitte? Vier Walzenmaschine hat die Stecker nicht. Ich habe noch nie mit einer Vier Walzenmaschine gearbeitet, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Diese Kabel sind insofern interessant. Man hat sogar Reservekabel dabei, also es war für alle Eventualitäten Vorsorge getroffen. Diese Kabel haben zwei verschiedene dicke Stiften, man kann sie also nicht vertauschen. Und mit dieser Verkabelung habe ich noch einmal eine Verbindung, die ich verändern kann. Und zwar schaut es so aus, wenn ich die Standardverdrahtung mache, dann geht der Buchstabe, der auf der Taste steht, von mir aus, wenn ich jetzt ein L-Druck oder irgendein anderes Zeichen, als L in dieses ganze Schleifensystem über die Kontaktwalzen drüber. Wenn ich diese Verbindung herausnehme und verändere irgendwo anders hin, geht zum Beispiel ein L nicht mehr als L hinein, sondern als M oder als B oder als irgendetwas. Und das ist natürlich jetzt durch die Anzahl der Stecker möglich. Ich kann 5 Buchstaben verändern, ich kann 10 Buchstaben verändern, ich kann 2 verändern. Das ist also alles noch einmal sehr variabel über dieses Steckerfeld. Das ist der Sinn der ganzen Sache. Die Geschichte ist natürlich heikel. Das sind alte Kabel mit der Isolierung und Seiten umwickelt, die unter Umständen brüchig wären. Da muss man aufpassen. Und es hat also damals auch schon Probleme mit den Kabeln gegeben. Und sie haben eine eigene Prüfeinrichtung eingebaut, dass man also den Durchgang von dem jeweiligen Stecker vom dünnen zum dünnen oder vom dicken zum dicken prüfen kann. Das war also eine Prüfmöglichkeit. Und mir hat vor vielen Jahren ein Veteran des Zweiten Weltkriegs, der interessanterweise bei mir aufgetaucht ist, weil er gehört hat, Enigma, und der war in Dresden in der Funkerschule Lehrer und hat dort ein Enigma unterrichtet, die jungen Funker im Funken unterrichtet und was die Enigma bedienen betrifft, also das ganze Verschlüsseln. Und der hat also mir erklärt, es war strengste Vorschrift, es durfte an der Maschine nichts geändert werden. Also irgendein Kabel, einen Stecker aufmachen und einen Draht nachlöten oder sowas, war strengstens verboten,
Er durfte es auch in der Schule nicht machen. Es gibt nur ein paar Wartungsmöglichkeiten, also die Kontakte reinigen, die Achse ölen und so weiter. Und die kaputten Lampen austauschen. Es gibt eine eigene Möglichkeit, die sogenannte Lampenprüfung. Ich nehme also irgendeine Lampe heraus und drücke sie da hinein. Und dann müsste sie leuchten. Entschuldigung. Nein, war jetzt mein Fehler, weil ich hinter der Maschine stehe, für mich auf der falschen Seite. Die Lampenprüfung haben wir da drüben. Das ist Kabel. Ui, müsste gehen. Ja. Ich müsste natürlich jetzt das Kabel da anschließen, darum geht es nicht. Kann ich dann aber vorführen. Also wenn ich da die Lampen reindrucke, dann habe ich... Bei dieser Maschine brauche, oder? Dann muss ich den Deckel zu. Bei dieser auch? Genau. Sicher, ja. Ist auch da, steht da Lampenprüfung und bei der Lampe steht Durchgangsprüfung. Da kann ich das Kabel prüfen und mit der Einrichtung kann ich jede Glühlampe einfach reindrücken und dann muss sie brennen. Ja, das wären also jetzt so die Feinheiten. Jetzt gibt es von der Runde irgendwelche Fragen dazu. Der Unterschied zwischen diesen zwei Maschinen ist ganz minimal. Der Unterschied liegt lediglich in diesem Schalter da herum. Das ist der einzige Unterschied, der da drinnen ist. Die Maschinen haben normalerweise in dem Gehäuse da drinnen eine 4-Volt-Batterie. Eine Sondergröße, die es halt natürlich nicht mehr gibt. Und Taschenlampen, die flachen. Ja, die gehen da nicht rein. Doch. Also ich habe es nicht gemacht. Ich habe mir gedacht, ja, das wäre eine sichere Möglichkeit. Aber ich kaufe nicht dann Batterien, die dann das ganze Jahr da drinnen liegen, weil die Maschinen stehen ja die meiste Zeit still. Ich habe mir einen Netzanschluss gerichtet und kann also über einen kleinen Netzteil die Maschine versorgen. Brauchst du ja nicht unter, ich wäre also nicht unterwegs verschlüsseln wollen. Der Schalter hat den Vorteil, dass man also umschalten kann, ob die Stromversorgung von der Batterie, die da eingebaut war, erfolgt oder extern. Und dieser externe Anschluss ist bei dieser Maschine da oben und bei der Maschine ist er unter dem Deckel. Da ist er auf dem Deckel herum und da ist er unten in der Maschine drinnen. Also das ist der einzige Unterschied, warum hat das da nicht funktioniert, weil wenn ich den Deckel aufmache, habe ich da keine Stromversorgung mehr. Also das ist die ganze Geschichte, die da dabei ist. Dann werden Sie vielleicht noch fragen, für was ist, also die Beschreibung da, glaube ich, ist ganz klar, was ist das da herum, das Grüne? Bei älteren Maschinen ist eine rote Platte dabei, eine ganz dunkle. Und bei den neueren Maschinen sind so grüne Zellonplatten dabei. Ganz einfach, das legt man da drauf, das rastet da ein, das ist eine Verdunkelung. Ja, wie es auch bei den Wohnungen war, Fenster zu, Verdunkelung, dass man halt nicht so leicht sieht, was für ein Zeichen da aufleuchtet. Im Grunde genommen eigentlich ein Witz, weil auch da herinnen ein Schalter ist, heller und dunkler. Und wenn man das verwendet, dann wird nur ein kleiner Widerstand dazu geschalten und die Lampen brennen einfach ums Kennen dunkler. Das ist also das ganze Geheimnis. Gibt es jetzt zudem irgendwelche Fragen? Nachher können wir probieren. Der Beschrieb war original dabei. Ja. Ja. Den habe ich eben nicht bemerkt. Die Beschreibung war da dabei. Kann man kopieren. Ja, das ist kein Problem. Kopieren. Fotografieren und dann ausdrucken. Ja, sowas. Also das wären die Möglichkeiten. Da habe ich dann ausgedruckt, falls sich jemand dafür interessiert, den Schaltplan. Allerdings natürlich nicht von der kompletten Maschine, sondern von einer Vierergruppe. Und da sieht man also dann die Walzen, man sieht die Kontakte und da unten sieht man das Steckerfeld, wie also die Verdrahtung mit dem Steckerfeld ist. Ich habe noch eine Frage. Bitte. Auf der Walze hast du gesagt, das ist die Seriennummer, oder? Also dass man sieht, die Maschine und die Walzen gehören zusammen. Richtig, ja. Und wo ist bei der Maschine die Nummer? Ganz einfach, wenn man die Maschine aufmacht, die steht einmal da oben am Schild. Okay. Das ist bei jeder Maschine. Wenn das Schild nicht mehr drinnen ist, nimmt man die ganze Walzenlage heraus und drunter am Boden ist sie noch einmal eingestanzt. Okay. Weil das ist manchmal weg. Ja. Ich habe schon Maschinen in die Hand gekriegt, da hat das gefehlt.
aber dann unten drinnen hat man wieder die Nummer und dann kann man gleich vergleichen, passt das zusammen, ist das Original mit der Maschine oder ist das von einer anderen. Aber das funktioniert ja mit anderen Walzen genauso. Ja, sicher. Eben, ja. Sicher. Man kann auch Walzen aussetzen. Man kann natürlich ohne weiteres jetzt eine A- und eine B-Walze vertauschen oder sowas, aber man muss immer dabei bedenken, dass ja der Empfänger ja, auch das machen muss. Wenn ich jetzt in die eine Maschine da andere Walzen reingebe und in der bleibt die ursprüngliche, funktioniert die ganze Geschichte nicht mehr. Es funktioniert die Maschine schon, aber der Empfänger kann es nicht dekodieren. Das ist der Witz dabei. Und Sie haben halt das mit den Nummern und das ist irgendwie ja, vielleicht auch ein Hinweis, dass die Maschine also noch komplett original ist, dass da nicht irgendwas einmal austauscht worden ist. Ja, das sind also jetzt die Walzen und jetzt gibt es natürlich die Frage, und das will ich auch ein bisschen erklären, wie kann man jetzt schnell kontrollieren, ob die Maschine in Ordnung ist, ob sie funktioniert. Also die mechanische Sache, das heißt also, dass die Tasten und der Transport funktioniert, dass da nichts steckt und dass da nichts blockiert, ist relativ einfach, weil das sieht ja jeder Mechaniker, was sich da drunter abspielt. Wenn das nicht funktioniert, muss man den kompletten Tastaturblock herausnehmen, also die Kiste, zuerst die Maschine aus der Kiste heraus, die ist von unten mit vier Schrauben befestigt, die ganze Maschine aus der Kiste heraus, dann das Blechgehäuse weg und dann kann man die Maschine zerlegen. Also es ist an und für sich der Aufbau relativ einfach, es ist nichts Kompliziertes dabei. Aufpassen muss man, wenn man den Tastaturblock rausnimmt, drunter, unter jeder Taste liegt der Umschaltkontakt, dass man keinen Kontakt verbiegt, dass der, was so schön sagt, arbeitet. Ansonsten ist da eigentlich nichts drinnen. Was Schwierigkeiten macht, sind natürlich, wenn die Maschinen lang stehen, Oxidiererscheinungen vom Material, vom Metall. Das heißt also, auf diesen Kontaktbahnen kann sich oxidiertes Material oder Schmutz ansammeln, auch bei den Steckern, auf den Steckerstiften, beziehungsweise dann unten drinnen bei den Kontakten. Das sind einfach normale Erscheinungen, mit denen man halt kämpfen muss. Und was machst du denn, wenn das passiert? Es hängt davon ab, die Kontakte reinigen. Mit was? Also musst du die Maschine rausnehmen? Ja, aber sie muss einmal aus dem Koffer, aus der Holzkiste heraus sein. Das sind unten vier Schrauben und dann kann man die ganze Maschine rausheben. Da passiert überhaupt noch nichts. Das Blechgehäuse lässt sich auch mit ein paar Schrauben wegnehmen, also das ist auch kein Geheimnis. Wenn man den Tastenblock runternehmen will, muss man schon vorsichtiger sein. Die Kontakte reinigen, entweder mit einem Kontaktreiniger, der noch aus der Telefonzeit stammt. Das ist also eine, ich sage jetzt, extremst feine Feile, aber bitte ja nicht mit einer Kontaktfeile, es sind Silberkontakte, die würden sofort zerstört werden. Meistens genügt es, wenn man ein bisschen ein raueres Papier durchzieht und den Kontakt ein bisschen zusammendrückt, ein paar Mal durchzieht, dann ist der Kontakt wieder sauber. Und bei den Steckerstiften, die muss man halt einfach auch mit einem ganz feinen Polierpapier ein bisschen reinigen und dann geht die Schicht wieder. Also das ist auch kein Geheimnis. Was auch noch passiert bei einer Maschine ist das gewesen, der Fachmann sagt, eine kalte Lötstelle. Ich weiß nicht, ist der Begriff bekannt? Das heißt, wenn irgendein Draht, wo in einer Öse verlötet ist und der Draht hat aber im Lötzinn selber Bewegungsmöglichkeit, also er ist nicht fix verbunden, dann gibt es einen erhöhten Widerstand oder einen, wie es so schön heißt, einen Wackelkontakt. Also manchmal geht es und manchmal geht es nicht. Das muss man halt dann suchen und beheben. Allgemeine Tipps dazu kann ich eigentlich nicht geben, weil es ist im Prinzip elektromechanisch und jeder, der sich mit der Materie ein bisschen auskennt, tut sich natürlich da um einiges leichter. Es gibt jetzt aber interessant, und da habe ich mich lang gespielt, ein paar Prüfungsmöglichkeiten, wie man kontrollieren kann, wo der Fehler liegt. Da haben wir also jetzt die drei Walzen wieder beieinander in der richtigen Reihenfolge. Jetzt kommt da herein. Und jetzt ist die einfachste Möglichkeit, das zu probieren. Jetzt muss ich das allerdings bei der Maschine zumachen, weil sonst habe ich keinen Strom. Wenn ich jetzt eine Taste drücke, dann muss immer irgendeine Lampe kommen. Man kann sich natürlich dann einmal als Spaß
da mit der Lampe dazu schreiben am Buchstaben, wenn die Maschine in der Grundstellung steht. Das heißt, es gibt in den Unterlagen eine Grundstellung, genau von der geht man dann aus, wo also genau beschrieben ist, was muss da für Einstellungen sein, was muss da für Kabelverbindungen existieren. Dann kann man von dieser Grundstellung ausgehen und sagen, jetzt ist die Maschine wirklich am Anfang. Und wenn ich zwei Maschinen gleichstellen will, dann muss ich halt in beiden Maschinen hundertprozentig auf die Grundstellung gehen. Ja, ich kann jetzt einmal ganz einfach probieren. Ich drücke einfach irgendeine beliebige Taste und es muss immer eine Lampe kommen. Kommt sie nicht, dann kann es sein, dass die Lampe kaputt ist oder dass der Kontakt, der da unter der Taste drinnen ist, einen Fehler hat. Wenn die zwei Punkte nicht zutreffen, kann es noch sein, dass das entsprechende Kabel da vorne einen Defekt hat, also im Stecker oder im Draht drinnen. Also die Sachen kann man einmal ganz einfach prüfen, ist überhaupt eine Möglichkeit, dass das funktioniert. Dann gibt es die nächste Möglichkeit, die Taste hinunterdrücken, irgendeine, spielt keine Rolle, und die festhalten. Und wenn ich jetzt die Kodierscheibe weiterdrehe, dann komme ich immer zu einer anderen Lampe. Damit kann ich also mal feststellen, ob alle Kontakte in der Scheibe drinnen in Ordnung sind. Wenn ich das bei allen drei Scheiben gemacht habe, dann weiß ich also, da habe ich keine Unterbrechung drinnen. Wenn das funktioniert, ich kann natürlich die jetzt verdrehen und jetzt kann ich mit der wieder weitermachen und dann kommt da auch wieder immer eine andere Kombination. Also man sieht da jetzt schon die Kombinationsmöglichkeiten. Damit kann man also schon einiges an Fehlern herausfinden. Es ist natürlich wie immer bei so technischen Sachen ein bisschen Übungsgeschichte. Und es gibt noch eine interessante Prüfungsmöglichkeit, nämlich mit zwei Tasten gleichzeitig. Wenn ich irgendwelche Tasten gleichzeitig niederdrücke, kommen zwei Lampen. Die kommen natürlich etwas schwächer, weil natürlich der Stromverbrauch bei zwei Lampen höher ist, ganz klar. Kommen also zwei Lampen. Ich halte die eine Taste fest und gehe auf die nächste. Kontakt von der Taste kommt und da kommt dann keine. Sie sehen, es kommt immer zwei und irgendwo kommt dann nochmal keine mehr. Da haben wir es jetzt. Ja, das hängt jetzt genau davon ab. Ja, das hängt jetzt davon ab, wie die ganze Stellung da hier ist. Wenn ich die zwei Tasten festhalte und von dieser Stellung weggehe, dann schaut es sofort wieder anders aus. Also es sagt mir nicht genau wo, aber es sagt mir, aha, die Taste funktioniert, weil es ja Umschaltkontakt ist und das arbeitet auch so richtig. Wenn Sie das bei der letzten Taste machen wollen, gibt es ein bisschen ein Problem. Die ist nämlich gesperrt. Wenn ich die Taste festhalte, ist diese Taste gesperrt. Da muss ich dann da unten drinnen mit der Hand die Klinken aushängen, dann kann ich die ausstellen. Das ist deswegen gemacht, wenn ich eine Taste sehr schnell drücken würde und diese Sperre ist nicht drinnen, könnte es passieren, dass die Walze schneidet, also um zwei weiterschaltet. Deswegen hat man bei der ersten Walze, die ja immer mit der Hand betätigt wird, diese Sperre eingebaut, dass sie also nicht schneiden kann. Sie können also nur so schnell draufdrücken, es kann nie passieren, dass die sich überschlagt. Das nur als Hinweis, falls Sie das einmal machen wollen, bei der Ausspreizung geht es nicht, muss man mit einem dünnen Schraubenzieher oder mit einem dünnen langen Finger da oben fahren und die Klinken weghalten, dann lässt sich auch nicht verdrehen. Ja, das wären jetzt eigentlich die ganzen Punkte. Gibt es jetzt in dem Zusammenhang irgendwelche Fragen? Sagen Sie, bei jedem Tastendruck dreht sich noch etwas in der Walze drin. Ja, eine Walze dreht sich immer weiter und wenn es zum richtigen Moment kommt, was man ja einstellen kann, wird die nächste Walze um eine Teilung weitergedreht. Also das heißt, eine Umdrehung von der ersten, die sich ja immer bewegt, eine Umdrehung von der bedeutet einen Schritt bei der nächsten. Und bei der mittleren Walze eine Umdrehung bedeutet einen Schritt von der letzten. Die 10er Übertragung halt. Wie 10er Übertragung. Im Prinzip gleich nur ist da eine 26er Übertragung. Ja, genau. Weil man halt nicht auf Dezimal gehen, sondern auf die 26 Buchstaben. Und wie bringt man beide Maschinen in die Ausgangsstellung? Ja, da gibt es also die Beschreibung dazu. Das ist gar kein Problem. Ich kann Ihnen ganz langsam zeigen. Also ich muss aber prinzipiell die drei Walzen drinnen haben. Und die drei Walzen müssen mit der Kerbenkodierung genau gleich stehen. Und dann stelle ich sie alle auf 0,1.
So, 010101. Dann weiß ich jetzt einmal, diese Gruppe da herum ist einmal Grundstellung. Und die Angabe, welche Steckerverbindung, die ist schriftlich vorhanden. Dann schaue ich einfach, ob die Kodierung, und das ist da hier mit der vollen Belegung. Ja. Bei dieser Maschine sind ja nur mehr wenige Kabel drin, da sind wahrscheinlich Kabel verloren gegangen. Also diese volle Belegung, so ist die Maschine auf Werk geliefert worden. Und dann sind die Vorschriften gekommen, welche Kodierkabel bleiben und welche man herausnehmen muss. Es waren ja im normalen Einsatz nie alle drinnen. Das ist aber bei diesen Maschinen noch drinnen gewesen. Ich habe also die Kabel nicht ändern müssen. Also ich habe beide jetzt voll kodiert, so wie sie da in den Unterlagen zu finden ist. Es ist die Einstellung gleich und auch in der Walze selber drinnen die Verstellung. Also die zwei Maschinen sind komplett ident und ich kann also jetzt da verschlüsseln und mit der entschlüsseln oder umgekehrt. Das lasst sich von. Und aber immer den Text mit der Grundstellung beginnen. Ja, das ist jetzt eine Frage, bei uns da schon. Aber die Grundstellung war natürlich auch ein wichtiger Ausgangspunkt im Kriegsfall. Und diese Grundstellung hat man ja verändert. Das heißt, man hat nicht gesagt, das ganze Jahr gilt jetzt diese Grundstellung, sondern man hat in Stufen diese Grundstellung verändert. Am Anfang in Lämmernintervallen und später hat man dann gesagt, das ist zu gefährlich und hat dann diese Grundstellung an Mitternacht verändert. Jeden Tag Mitternacht ist eine neue Nachricht gekommen, was man für den nächsten Tag für eine Einstellung haben muss. Also der Schlüssel, wie es so schön in den Unterlagen heißt, der Schlüssel musste auf Draht sein und jeden Tag genau das verfolgen, was man ihm vorgegeben hat, also genau die Veränderungen durchführen, weil sonst hätte der Empfänger von seinen Meldungen sie nicht entschlüsseln können. Und es waren natürlich auch bestimmte Begrenzungen, wie lang der Text sein soll. Und im Zusammenhang mit dem Funker, man muss sich ja immer überlegen, es haben ja immer zwei Leute gearbeitet bei so einer Maschine. Es war der Funker, der hat also Kopfhörer aufgehabt und hat Morse-Signale, die Buchstaben bekommen, die verschlüsselten. Die hat er aufschreiben müssen und es waren immer Fünfergruppen. Weil das hat sich herauskristallisiert, so findet man in den Unterlagen, dass Fünfergruppen für das menschliche Gedächtnis, fürs Gehirn am leichtesten zu behalten sind. Er musste sich ja fünf Signale durchhorchen und die dann festschreiben, immer in Fünfergruppen. Und diese Niederschrift hat er dann dem Schlüssler gegeben und der hat diese Werte eingegeben. Die Maschine hat ihm dann übers Leuchtfeld angezeigt, den Text in Klarschrift, also in Klartext. Und den musste er wieder aufschreiben und an seine vorgesetzte Dienststelle weiterleiten, dass der die neueste Nachricht bekommen hat. Und das war natürlich ein Aufwand. Und vor allem, es musste natürlich die Uhrzeit, es musste das Datum, alles musste verschlüsselt drinnen sein. Und es musste auch verschlüsselt drinnen sein, was nächsten Tag für einen Code verwendet wird. Weil sonst wäre ja das wieder schwierig. Das war das ganze Prinzip der Entschlüsselung, das ist heute also nicht erwähnt worden, relativ schnell bekannt. Und der Bedeutung liegt auf relativ. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Meldung kriegen von einem U-Boot, das liegt bei diesen Koordinaten. Und das meldet sich jetzt, also wir sind jetzt dort und dort auf Tauchstation. Dann haben die Alliierten das abhören können. Ja, und dann hat es 4-5 Tage gedauert, bis sie das entschlüsselt haben. Da war das Boot schon lange woanders. Also es war eine Frage der Zeit. Nicht nur die Entschlüsselungstechnik, sondern wie schnell geht's. Und diesen Zeitraum haben sie mit, wie wir es gehört haben, mit der Bombe und mit diesen ganzen Hilfsgeräten, mit diesen großen, diesen Zeitraum haben sie immer weiter einschränken können, immer kürzer machen können, sodass sie praktisch fast zeitlos, wenn sie eine Nachricht empfangen haben, die sofort entschlüsselt haben und darauf reagieren haben können. Und dieser Zeitgewinn war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Und in den Unterlagen findet man, und das ist eigentlich irgendwie interessant, dass diese kurze Entschlüsselung von der Enigma 1 bis 3 Jahre Kriegslänge verhindert hat. Also der Krieg hätte ohne der Entschlüsselung von der Enigma, je nach Wissenschaftler, zwischen 1 und 3 Jahre länger gedauert. Also wenn man dann die Zahlen der Toten durchrechnet, dann wird dann schlecht, dass man sagt, na also Gott sei Dank ist das also so gelaufen. Das ist jetzt also die Geschichte und jetzt kann ich eigentlich nur eins sagen, wer sich jetzt dafür interessiert, bitte schön, die zwei Maschinen sind betriebsbereit, die nicht, die kann man aber trotzdem anschauen und Sie können gerne mal probieren drauf, es konnte überhaupt nichts passieren.
Also mehr kann ich Ihnen nicht anbieten. Und probieren Sie es einmal, weil Sie haben selten in einem Museum die Gelegenheit, meistens stehen Sie hinter Glas und man weiß nicht einmal, ob Sie funktionieren. Aber da können Sie sich jetzt wirklich einmal drauf beschäftigen und schauen, was da passiert. Offen oder geschlossen, das spielt dann gar keine Rolle. Und dann sehen Sie also auch, wie das da drinnen läuft. Bitte. Ja.